Mama, hier bin ich. Gut, Schorsch. Wasch dir die Hände. Ich geh schon. Warte hier auf mich. Wo soll ich dich verstecken? Ich bin gleich wieder da. Ich glaube, ich habe was vergessen. Genau, die Wäsche. Peppa, nimm die Bettlaken ab und bring sie mir. Ist gut, Mama. Ungeheuer? Unter der Decke. Es ist gigantisch und hat viele Beine. Mama, Mama, mach, dass es verschwindet. Geh weg, du Ungeheuer. Los. Das ist eine Spinne. Mach dir keine Sorgen, Peppa. Gleich verscheuch ich sie. Weg, 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 weg. Geh weg, du Spinne. Oh je, Peppa schreit. Was ist los? Was ist passiert? Oh nein. Das ist mein Freund Spinnchen. Tu ihm nichts. Komm her, Spinnchen. Setz dich in dein Haus. Oh, ich hab mich so erschrocken. Schorsch, willst du die Spinne vielleicht draußen spazieren lassen? Oh nein, ich hab ihr schon einen Namen gegeben. Sie heißt Rotschopf. Schorsch, ein Haustier bedeutet Verantwortung. Mami, ich werde mich um sie kümmern. Das verspreche ich dir. Na gut, lass uns einen Platz für das Glas finden und komm zum Mittagessen. Du wirst hier leben. Wow. Neben meinem Bett. So gruselig bist du gar nicht, Rotschopf. Jetzt wirst du es hier schön bequem haben. Saus, ja. Es scheint ihr hier zu gefallen. Lass uns zum Mittagessen gehen. Ich hab Hunger. Guten Appetit. Ja.
Danke, Mama. Das ist für Rotschopf. Guten Appetit! Aus, ja!